Die Panther stehen vor einem wichtigen Spiel. Auswärts war es in den vergangenen Wochen schwierig für die Mannschaft. Auf das Derby am Freitag in Ingolstadt bereitet sich das Team deshalb besonders gewissenhaft vor. Denn zur momentanen Auswärtsschwäche kommt, dass Ingolstadt der direkte Tabellengegner ist. Die spielen nicht ein komplett anderes Spielstil, aber die spielen eher defensiver als unter Rich Turnermas. So, wir wollen den Gegner unter Druck setzen. Wir wollen unsere Special Teams verbessern, sprich unsere Powerplay war am Wochenende durchschnittlich, würde ich sagen. Unsere Unterzahl war überragend und in so einer Endphase in der Saison sind die Special Teams unheimlich wichtig. Mann des Tages im letzten Spiel war Chad Basson. Auch er weiß um Ingolstadt Stärken, glaubt aber an einen Derby-Sieg. Für uns läuft's gut. Die Ingolstädter haben ein paar Verletzte. Also müssen wir so gut und engagiert wie möglich spielen. Dann sind die Chancen ganz gut. Ein Sieg in Ingolstadt würde den Panthern außerdem den einen Punkt bringen, der ihnen noch zum Einzug in die Playoffs fehlt. Jetzt muss man die letzten zwei Spiele da anknüpfen, wo wir am Sonntag aufgehört haben in Straubing, dass wir diesen 7. Platz verteidigen können, im schlimmsten Fall den 8. Platz verteidigen können, sodass wir Heimrecht haben in die Playoffs. Aber der Super-GAU kann immer noch eintreten, wenn alles schief läuft für uns. Und deswegen wollen wir, wie seit vor 8 Wochen, uns auf niemanden verlassen, sondern wir wollen selber die Punkte einsammeln. Und deswegen wollen wir am Freitag den Sack zumachen, dass wir uns endlich mal für die Playoffs qualifizieren. Einen Plan, wie sie in den Playoffs möglichst weit kommen, haben die Panther auch schon. Wir müssen einfach als Team möglichst gut zusammenspielen. Wir haben keine riesigen Superstars. Das heißt, wir müssen ein eingeschworenes Team sein. Wir sind eine tolle Truppe. Wenn wir das jedes Mal zeigen, werden wir auch erfolgreich sein. Hoffentlich können die Panther am Freitag in Ingolstadt schon feiern und ab dann die Bärte wachsen lassen.